Das ist eine gute Frage, was die dir für ein Problem für den haben. Die hat bestimmt noch anderen Scheiß gebaut. Deswegen hat vielleicht ist das wegen dem Preios geweiht. Gab es da nicht irgendwelche Priester-Dinger, Priester-Kaiser oder sowas? Vielleicht damit irgendwas zu tun? Hab ich ja, mal bestimmt gehört. Hat sich mit diesen Priester-Kaisern eingelassen und dann waren das wieder genau. So viele Typen und du weißt ja, eine Frau, viele Typen, das geht nie gut. Vielleicht hat die von diesen Priesterkaisern welche geheiratet und dann war das nicht gut, weil irgendwas war mit diesen Priesterkaisern, die haben irgendwas gemacht. Ich weiß nicht mehr, was dabei irgendwas. Nee, mit den Priesterkaisern hat das gar nichts zu tun. Aber Aal hat das doch auch gemacht vor kurzem. Ihr seid ein bisschen weitergegangen. Priesterkaiser geheiratet? Ihr seid ein bisschen weitergegangen und seid dann da direkt in den nächsten Pult getroffen. Dieses Mal geht es wohl um Palina, die Bäuerin. Also der nächste von diesen 8 Märtyrern steht da wohl gerade neben so einer Statue von ihr, die dann so gerade so einen Korb trägt, wie eine Traviergeweihte. Oder Pereine Geweihte und da steht dann gerade der Nächste, die Nächste. Nee, nicht mit Priesterkaisern, aber Haal hat sich auch zum Gott ausrufen lassen. Genauso wie Hela Horas. Zum Gott? Ja. Und dann ist das jetzt hier sozusagen die Rache dafür, oder? Das weiß ich nicht, also ich habe das nur mitbekommen. Mein Opa hat mir das gesagt. Dass der Haal, der hat sich dann vor, ich weiß nicht, der ist jetzt auch schon 20 Jahre weg oder so, oder sogar 25, 30. Keine Ahnung, ist er nicht in den Wald gelaufen? Das weiß ich nicht, aber mir wurde gesagt, dass er sich auch hat zum Gott ausrufen lassen und dann passierten schlimme Dinge. Also das mit Galotta und kennt ihr Galotta? Schon mal gehört. Nie getroffen. Ja, das war so ein Hofmagier und der nachdem dann Haal sich hat zum Gott ausrufen lassen, hat Galotta gesagt, jetzt hole ich die Oger. Und dann hat er die Schlacht der Oger losgetreten. Ja. Aber nicht gut. Ja, der sitzt, das ist einer von den Heptarchen, der sitzt gerade in Schwarztobrien. Ganz gefährlicher Mann. Oger waren Menschenesser, oder? Genau. Du ganz große, ne? Ja, der Ritter hat schon mal davon erzählt, dass Oger Menschen essen. Ah. Der hohe Herr. Alle Menschen oder nur kleine Menschen? Ich denke mal an die sie rankommen. Ich hab da drüben übrigens beim Praios-Tempel. Da stand auch so ein Rondrianer. Ich glaube, der hat auch erzählt, dass er seine beiden, also seinen Arm hat er verloren und glaubt, sein Haupt bei seinem Bein, der hinkt. Also ein Holzbein. Und der hat aber von Vitus erzählt. Aber Vitus, das ist ja so ein Soldat und mit dem hatte ich es gar nicht so. Und dann habe ich gesehen, seit heute stehen die hier überall und hier ging es dann um Palinai und das ist halt meine Lieblingsmärtyrerin. Deswegen habe ich mich hierhin gestellt. Aber jetzt bist. Ja. Danke nochmal für die Aufklärung und wir müssen weiter. Ja. Also hat das doch nichts mit den Priesterkaisern zu tun. Ich hätte erst gedacht, das ging hier um so eine eher komische Sache, so mit ganz vielen Kaisern und so. Das ist jetzt mal schlauer. Ja, wenn ihr dann direkt vor der priesterkaiserlichen Noralexakrale steht, es gibt da wohl gegenüber das Rathaus und vor dem Park hier in Nadesheim, dem Kaiser Raoul Park, könnt ihr ein Gebäude sehen, wo eine ganze Menge Schutt vorliegt, ist wohl zusammengekehrt worden und die Rillen, diese Spuren beginnen hier ganz unverkennbar, auch ohne, dass ihr bisher im Museum wart, aber naja, laut den Erzählungen, das muss es sein. Das ist er bestimmt hier, guck mal, hier hat er doch bestimmt den Oger an seinen Löffeln durch die Gegend gezogen, deswegen hat er solche Spuren hier. Ja, denke ich auch. Na, dann lass uns mal durch das Loch da reingehen. Und ja. Durch das Loch in der Wand steigen. Ja, ihr merkt direkt dann diese muffige Luft, die dann trotz des großen Loches nicht ganz verschwunden ist. Ihr steht dann hier im Museum für Reichsgeschichte und im angeblichen Geburtshaus von Kaiser Raoul, also der vor 1000 Jahren dann hier die dämonische Kaiserin dann vernichtet hat. Ihr könnt dann sehen, wie wohl ein ziemlich großer Podest steht oder stand, der ist hier mittlerweile zerbröselt und zerbrochen. Daneben mit hochrotem Kopf ein Museumsleiter in Gewand, sieht fast aus wie ein Hesindegeweiht, aber die Farben sind ein bisschen falsch und er schaut euch dann bewusst an, seine Augenbrauen zusammengezogen. Wie könnt ihr es wagen, dass ihr hier eindringt? Verschwindet wieder von hier! Nicht die Exponate anfassen! Und ihr kauft euch gefälligst eine Karte vorne am Einlass, das ist die falsch. Sind wir hier am Ankertepp-Tor oder was? Das sah aus wie ein Eingang, das große Loch. Verschwindet von hier, ihr Kunstbanausen! Los, komm, wir gehen nach vorne rum. Ah, ja, meine Fresse. Ich steige wieder auffällig durch das Loch heraus. Zeige mir mal so ein beiden Arm auf das Loch. Ja, immer steige auch jetzt durch das Loch, schüttel nur den Kopf und denkst du dann, gut, dann gehen wir außen rum und kaufen uns eine Karte.
erst ein Riesenloch in seine Wand machen und dann noch meckern. Ja, ich gehe jetzt auch herum. Ja, hätte er einfach nur Albers gesagt, hätte er einfach nur mal jetzt hier mit dem Albers gesprochen, hätte er ein Loch direkt wieder zugemacht. Ich kenne den Albers, der ist ein töfter Typ. Nehmen Sie das hier, du hast mir ein Loch in das Haus gemacht, mach doch mal wieder zu, macht er doch zu. Aber ja, ihr könnt, wenn ihr dann vorne an der Tür wollt, ihr ein bisschen dran aufmachen, rütteln. Ja, geht nicht auf, ist abgeschlossen. Ihr könnt dann so einen Zettel sehen, heute geschlossen. Hat ein Arschloch. Hat er nicht gerade gesagt, wir sollen vorne rum reingehen? Ja, Rafim rüttelt noch mal kräftig an der Tür. Ich glaube, es ist zu. Lass mal klopfen, immer fängt an zu klopfen. Klopf, 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 klopf und hört gar nicht mehr auf. Ja, des Klopfens. Glaubst du, der kommt gleich? Nach zwei Minuten kannst du das Klicken von einem Schlüssel hören. Und dann wird die Tür aufgemacht von einer Frau, ungefähr 40, vielleicht 50 Jahre alt, mit einem Dutt. Ja, was kann ich für euch tun? Es ist geschlossen. Wir hatten ein paar Probleme vor kurzem. Ja, ja, König Albrecht hat sich den Ogerlöffel ausgeliehen, ich weiß. Wir würden ganz gerne reinkommen und eigentlich müssten wir ganz gerne erstmal wissen, vielleicht sind wir am falschen Ort, ob ihr hier Leonardos Flugapparillo Flugschiff und wieso habt. Nee, also wir haben viele Exponate von Leonardo, aber kein Flugapparat. Wisst ihr denn, wo der ist? Nee, also ich hab mal gehört, dass der wohl in Havena abgestürzt ist. Soll wohl der Adler gewesen sein und er hat ihn wohl nach Gareth schicken lassen, aber er ist nie hier angekommen. Ist bestimmt in der Privatsammlung versackert. Ja, ja, dann Dankeschön. Wer ist denn hier so Kunstsammler in der Stadt? Also jetzt hier so für mehr so mechanische Dinge. Bestimmt ein Zwerg. Kunstsammler. Ja, wir verkaufen und kaufen natürlich auch ab und zu mal von verschiedenen anderen, aber ich kann da die Namen nicht rausgeben, das darf ich leider nicht. Gibt's denn irgendwen, der Flugapparate sammelt? Flugapparate? Nein, also wie gesagt, ich glaube, dass Leonardo die einzige Flugmaschine gebaut hat, aber mir ist zumindest kein anderer Künstler bekannt, der vielleicht dieser Nestel, ich glaube, das war mal ein Geselle von ihm. Ich weiß nicht, wo der wohnt. Nestel oder Mestel? Nestel. Mestel. Soll er denn in Gareth sein? Meines Wissens ja, aber ich hatte wie gesagt noch keinen Kontakt mit ihm. War wohl ein Geselle von ihm und ich glaube, der ist seitdem Leonardo entführt wurde hier in Gareth. Dann sollten die den doch bestimmt am Tempel kennen, am Ingrim-Tempel. Der ist doch bestimmt ein gläubiger Ingrims. Das weiß ich nicht. Der Gareth-Tempel ist ja hier ganz um die Ecke. Mit denen haben wir auch das ein oder andere Mal was zu tun, aber nein, ich glaube nicht. Den kann wahrscheinlich nur die KGA finden. Ja, das klingt jetzt aber sehr weit hergeholt. Also der Mann wird sich ja wohl nicht verstecken. Wenn jeder die KGA kennt. Einen schönen Tag auf jeden Fall noch. Sie zuckt mit den Schultern, macht die Tür wieder zu und ihr könnt es auch wieder klicken hören. Das geht doch, glaubt man auch doch für uns. Los, komm, wir fragen mal so ein paar Leute, ob man hier einen Typen namens Mistel kennt. Ah, das ist der, also der wird doch bestimmt ein gläubiger Ingrim sein, das kann ich mir nicht anders vorstellen. Ich meine, der baut doch Sachen. Das ist eine gute Idee, da fragen wir nach. Vielleicht macht er das ja mittlerweile. Ja, das ist eine gute Idee, fragen wir mal mit dem Ingrim-Tempel. Gut, derweil im Praios-Tempel. Bei Kiaras und Jalan. Nun, seht ihr, die Magier konnten wohl ausmachen, dass es auf dieser Festung 7 Mindorium-Säulen gibt, die in einem sehr großen Heptagramm angeordnet sind. Die allgemeine Vermutung ist, dass sie dafür verantwortlich sind, dass die Festung sich überhaupt in ihrem derzeitigen Zustand hält. Sollten einige davon vernichtet werden, sollte das gesamte magische Konstrukt in sich zusammenfallen, da die Säulen sich nicht mehr gegenseitig verstärken können. Wir gehen davon aus, dass wir wahrscheinlich 3 davon zerstören müssen. Wir konnten. Und zwar so, dass keine 2 sich mehr unterstützen können. Wir konnten vor Wehrheim beobachten, wie der selige Rafirion vor seinem Ableben einen zerschmetternden Bannstrahl unseres Herrn auf die Festung herabrief, welcher beträchtlichen Schaden anrichtete. Wir vermuten ebenso, dass anhand der Karte, dass vielleicht eine der Säulen bereits beschädigt oder vernichtet wurde.
Wenn Herr Poyas mit uns ist, sollte es uns vielleicht möglich sein, mit Hilfe weiterer solcher göttlicher Wunder die Festung zu vernichten. Ja, der Bannstrahl hat sich als äußerst effektiv erwiesen. Wir haben die Hoffnung, dass auch der heilige Klang der Glocken vom Ovilmar ausreicht, um die Festung zum Absturz zu bringen. Das ist sehr gut möglich. Unser Fehler bei der Schlacht war es, dass viele unserer meiner Brüder und Schwestern ihre Kräfte schon verwendet haben gegen die untoten Horden und die Paktierer, die sich unter ihnen versteckt haben, als dann die Festung aufgetaucht ist. Nun, war nicht mehr genug von uns übrig, um gegen diese zu kämpfen. Ich müsste euch und die Euren also anhalten, euch zurückzuhalten und erst beim richtigen Zeitpunkt zuzuschlagen. Wir haben sowieso einige gräußliche Vermutungen. Es gibt einige alte Verse, einige güldenländische Rollen, geschrieben in Aureliani in der wahren Sprache des Lichtes. Diese prophezeien, dass das unheilige Saatkorn des Herrn der Rache sich dieser Stadt nähert. Wir können es in unseren Eingeweiden spüren. Ein Insanctissimum. Ein Unheiligtum des Erzdämons, was sich darauf vorbereitet, hier geboren zu werden. An Praios heiligstem Ort auf Dere. Nicht nur auf Aventurien, sondern auf Dere. Doch vermutlich sind auch andere der Erzfeinde mitbeteiligt und haben auch ihre Pläne. Und ja, ich muss zugeben, jetzt da ich die Stadt des Lichtes mit eigenen Augen gesehen habe, dies scheint fast wie eine Zielscheibe für den Feind zu sein. Wir müssen diese Festung aufhalten, bevor sie ihr Werk vollenden kann. Wenn ich euch richtig verstanden habe, dann wurden auf dem Schlachtfeld bisher zwei Magnum Opi hervorgerufen, korrekt? Die Festung und der Kessel. Oh, der Weltenbrand und die Untoten. Der Kessel ist vernichtet und die untoten Horden zerfallen. Doch wir gehen davon aus, dass der Drache versuchen wird, hier eine neue Armee auszuheben. Ihr müsst wissen, dass es von einigen Theoretikern, von einigen Sonnenschauern die fixe Idee gibt, dass es zu jedem der 12 erzdämonischen Wesenheiten ein eigenes Magnum Opus gibt. Könnte sein, dass er dieses Mal nicht den Weltenbrand hervorruft, sondern ein Magnum Opus der unendlichen Folter. Das ist etwas, was wir noch nicht bedacht haben, aber es klingt fast logisch. Würde einiges erklären. Die Festung schien nur darauf ausgelegt zu sein, eines auszulösen. Wenn ein Garrett gar nicht abbrennen will, wie er es mit Wirheim tat. Wir müssen diese Festung aufhalten. Wir können uns nicht darauf verlassen, dass sie sich selbst vernichtet, wenn sie versucht, es zu zünden. Wir haben 9 Greifen. Wir haben die Sonnenlegionäre. Wir haben den Boten des Lichts. Wir haben das ewige Licht von Praios. Wir werden das tun, was wir können. Und wir werden euch unterstützen, wenn es uns möglich ist. Und wir werden diese Stadt vor dem Untergang retten. Wenn ihr also etwas braucht, dann wendet euch an uns. Oder an mich. Das werden wir, habt Dank. Wir werden euch, wenn der Moment gekommen ist, und wir dazu fähig sind, die Stellen markieren, an denen die Säulen stehen. Alles, was übrig bleibt, ist, dass ihr den gerechten Zorn unseres Herrn an die richtige Stelle lenkt. Wir werden uns etwas entrücken. Wenn wir uns also kurz vor der Schlacht nicht sehen und diese Stadt in einem hellen Weiß leuchtet, dann stört uns vielleicht nicht. Schickt uns gerne das heilige Licht von Herrn Praios und wir werden wissen, wo unsere Bannstrahle einschlagen.
So wird es geschehen. Solch eine Schlacht hat Aventurien bisher noch nie gesehen. Und solch eine Niederlage hat der Erzfeind noch nie erlebt. Wartet es nur ab. Also gut. Wie gesagt, wenn ihr noch etwas habt, in 2 Tagen werden wir uns wieder beim Rat der Helden sehen. Und dann werden unsere Pläne vollständig sein. Ab Dank für eure Zeit. Wenn ihr noch einen Moment unter 4 Augen hättet. Ja, damit öffnet er seine Hand und deutet einmal in Richtung des Ausgangs für Kiaras. Ja, ich klopfe Jana nochmal auf die Schulter und gehe dann hinaus. Hochwürden, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich zweifelte nach Wehrheim an meinem Glauben. Und tat dies bis zum heutigen Tage noch. Würdet ihr mir die Ehre erweisen, mir die Beichte abzunehmen? Das kann ich natürlich tun. Richtet mir von euren Sünden. In Wehrheim, mitten all der Zerstörung und mit der Reichsbehüterin verstorben und der Stadt vernichtet und nur noch Galottas schwarzer Festung am Himmel, nennte ich mich von den Göttern verlassen. Und als der selige Raferian zum letzten Sturm auf den Feind ansetzte, verweigerte ich ihm die Gefolgschaft. Er starb, nahm das Grafenbanner mit sich und ich blieb am Leben. Ich habe vom Herrn Preyer aus meinem Dienst an meinem Ordensführer versagt. Der Herr Preyer lädt uns Autoritätsgläubigkeit. Ihr habt euch freiwillig aus eigenen Stücken seinem Befehl unterworfen, als es darauf ankam, ihm verwehrt. So ist es. Redet weiter. Ich wandle seitdem durch das Reich und versuche vom Herrn Trajas Buße zu tun für meine Verfehlung. Gleich ihres Ausgangs. Doch habe ich manchmal das Gefühl, dass er erst mit strafendem als schützendem Blick auf mich blickt. Ihr seid aus der Stadt des Lichts wiedergekehrt, ohne blind zu werden. Der Herr Praios hat diesen Fehler von euch erkannt. Vielleicht hat er ihn euch sogar vergeben. Auf alle Fälle hat er noch etwas mit euch vor, sonst wäret ihr dort gestorben. Er hat euch behütet, eingehüllt in sein Licht, wie ein liebendes Kind. Der Weg war dort noch nicht zu Ende. Und dennoch ist sie schändlich. Ich will, wenn die Zeit einmal wiedergekommen sein sollte, nicht noch einmal dieselbe Schwäche zeigen müssen. Zeigen wollen. Es ist ein Geheimnis, was viele Geweihte verbergen, aber viele von uns werden versucht, das ein oder andere Mal von den erzdämonischen Widerparts der Götter. Es kann sein, dass dieser dort auch euch versucht hat. Seid stark, wenn dies geschieht. Ihr seid nur ein Mensch, so wie ich. Aber ihr seid stark und könnt ihnen widersprechen. Denn sie können euch nicht einfach so die Seele entreißen, denn ihr müsst sie freiwillig geben. Wenn ihr stark bleibt, kann dies nicht gestehen. Wie bleibt ein Mensch stark vor den Schrecken der Niederhölle, vor der großen Ungewissheit des Nirgendmeeres? Wie tritt man fröhlich den Gang
als Märtyrer an, wenn der Herr Braunas den Zeitpunkt bestimmt hat. Stolz mit aufrechter Brust. Sterbt lieber aufrecht, als dass ihr kniend lebt. Erteile euch eine Bußqueste. Verteidigt diese Stadt mit eurem Leben. Greift Galottas Wesen an. All eure Kraft und Macht. Solltet ihr stark und aufrecht gegen Galotta stehen und die Bewohner dieser Stadt das Leben retten. Solltet ihr das Magnum Opus verhindern, dann sei diese Bußqueste damit abgeschlossen. Dann will ich meine Seele vor Praios reinwaschen. Und meinem Blut oder dem des Verräters. Lux vobiscum. Lux triumphat. Abelmir und Isarun. Ihr wollt zu Jelef Ibn Yasafar? Genau, also wir haben ganz viel vor in der magischen Rüstung und gucken jetzt mal, wen wir dort alles antreffen können. Ja, bei Jikaba al-Karechem kannst du natürlich fangen wir mit dem an. Gut, euer Spektabilität, habt ihr einen Moment Zeit? Ja, habe ich. Sprecht. Ich hatte eine Idee und ich hatte gehofft, dass ihr mir dabei behilflich sein könnt. Es gibt derzeit Pläne, dass wir die Festung selbst infiltrieren. Und sie wird natürlich vor Feinden nur so strotzen und irgendwie müssen wir natürlich durchkommen. Ich hatte die zugegebenermaßen etwas verrückte Idee, dass sich einer von uns als Galotta ausgeben könnte. Da seid ihr bei mir natürlich an der richtigen Stelle. Magister Magnus, Phantasmagoricus et Invocatius. Genau, ich dachte dabei an den Impersona, unterstützt von einigen anderen Zaubern, die die Illusion perfekt machen. Und um sie komplett perfekt zu machen, haben wir hier tatsächlich einige Haare von Galotta. Wenn das tatsächlich der Fall sein sollte, dann sollte es uns ein Kinderspiel sein, einen von euch in ihn zu verwandeln. Hervorragend. Wollt ihr mir die Haare geben? Wollt ihr ein Flüssig-Artefakt bekommen oder soll ich euch direkt vor dem Kampfe verzaubern? Ich denke, ein Trank wäre perfekt. Dann können wir sicher gehen, dass die Wirkungsdauer nicht vorzeitig abbricht. Ich denke auch, dass wenn wir uns in der Schlacht verlieren, und es könnte auch sein, dass meine astralen Kräfte weniger zur Verfügung stehen als sonst, kann mich jetzt natürlich dann noch etwas ausruhen und diese Kräfte wieder regenerieren. Dann werde ich einige astrale Fäden in ein Flüssigartefakt stecken und gemeinsam mit diesen Haaren wird einer von euch sich problemlos, sogar mit der korrekten Stimme, in ihn verwandeln können. Eine herausragende Idee. Vor dem Blick von Dämonen seid ihr allerdings immer noch nicht geschützt, denn diese können mit einfachen Illusionen nicht getäuscht werden. Das ist wahr. Aus diesem Grund habe ich darüber nachgedacht, vielleicht ein zusätzliches Artefakt belegt mit dem Schleier der Unwissenheit zu verwenden. Ihr wurde zu Recht befördert. Auch das wird sich sicherlich einrichten lassen können. Diesen Auftrag werde ich dann allerdings nicht selbst ausführen, sondern an meinen Kollegen abgeben, Landor Gerano. Sehr wohl. Ich bin sehr froh, dass ihr mir Bescheid geben konntet, dass es eine praktikable Idee ist. Ja, wenn ihr rechtzeitig zu mir kommt, dann kann ich so etwas natürlich noch in die Wege leiten. Vor allem mit den Haaren wird das lächerlich einfach. Ja, Abelmir, habt ihr diese gerade dabei? Ich guck gerade meine Kram in den Hosentaschen. Hier. So etwas Wichtiges in einer Hosentasche aufbewahren. Ja, hier kann ich es nicht verlieren, nicht wahr? Ich habe diese Unsitte von euch Etanern und auch den
den Schwert- und Staplern nie ganz verstanden, warum ihr Hosen tragt. Die sind äußerst praktisch. Ja, in meiner Robe habe ich auch einen sehr tiefe Taschen. Nun ja, ich bevorzuge Hosen. Wenn man viel mit scharfkantigen Waffen hantiert, ist eine Robe manchmal hinderlich. Es wäre doch sehr unschick, wenn wir uns darin verheddern und auf die Nase fallen würden. Ja, natürlich, wenn man denn kämpft und einen Säbel benutzen muss, aber ich habe gelernt, dass ich die Phantasmagorikos Esen für mich benutze, um überhaupt keinen Säbel in die Hand nehmen zu müssen. Nun ja, wie es schon sagte, manche Wesen lassen sich nicht von Illusionen täuschen. Er tippt sich auf die Nase und schickt euch damit weg. Nun, wir suchen. Wo könnt. Wisst ihr, wo die Gästezimmer der magischen Rüstung sind? Jilef soll sich dort aufhalten. Nicht genau, also ich war hier noch nie Gast. Ersten Stock vermutlich. Sekunde, ich greife mal so einen Bediensteten, der da rumläuft wahrscheinlich, hoffentlich. Ne, da läuft gerade keiner rum. Die Flure dann sind sehr leer. Aber ihr könnt dann über die Treppengeschosse könnt ihr dann nach oben und da mal schauen, abseits von den ganzen Hörsälen und werdet dann nach der fünften Tür werdet ihr dann auch Jellefi Miesa verfinden. Sie sitzt da gerade auf einem sehr bequemen Sessel und trinkt Tee. Eure Spektralität. Fex zum Gruß. Fex zum Gruße, ja. Fex und der Sinne zum Gruße, euer Magnifizenz. Einen guten Morgen. Wollt ihr etwas Tee trinken? Es ist dann doch bitterlich kalt im Frühling, zusammen mit dem Regen. Gerne. Idron kommt doch hier rein. Ja, ihr habt recht. Ein kleines Tässchen können wir uns. Ja, jawohl. In diese Temperaturen aus dem lieblichen Feld und aus Raschstuhl nicht gewöhnt.